So, nun kommen wir zu den sportlichen Tipps des Tages. Das erste Spiel Schweiz gegen Kamerun. Was sagst du? Ja, ganz klar Kamerun. Wieso? Moukoko ist in Kamerun geboren. Moukoko. Übrigens noch herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ist gerade 18 geworden. Wie süß. Klar, Kamerun gewinnt gegen die Schweiz 3:1. Und ich sage, die Schweiz gewinnt ganz klar, denn die Schweiz hat so viel Geld wie Katar. Die kaufen von Katar das Stadion auf, lassen die Kameruner nicht rein, haben Hausrecht und gewinnen dadurch 39:1. Eins? Wieso eins? Eigentor, damit das nicht so blöd aussieht. Okay, wie viele Eigentore vermutet ihr? Hinterlasst uns in den Kommentaren. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Uruguay gegen Südkorea. Dein Tipp? Südkorea. Meine beste Freundin macht Taekwondo. Und Taekwondo kommt bekanntlich aus Korea. Also, Südkorea kickt Uruguay mit 1:0 vom Platz. Ich sage, Uruguay gewinnt, denn Uruguay hat die allererste WM überhaupt gewonnen. Und außerdem hat Südkorea gegen mein Land Libanon gewonnen in der Vorrunde. Deswegen ist Libanon nicht dabei. Deswegen gewinnt Uruguay mit 4:0. Okay. Hinterlasst uns in den Kommentaren, welcher Meinung ihr seid. Ja, und das nächste Spiel ist Portugal gegen Ghana. Was ist dein Tipp? Portugal. Portugal natürlich. Portugal hat Ronaldo und Ronaldo hat mal in Madrid gespielt. Und Madrid gehört zu Spanien. Spanien hat Mallorca. Mallorca ist quasi Deutschland. Und Deutschland hat Morocco. Morocco. Also gewinnt Portugal gegen Ghana 4:1. Ich sage auch Portugal. Portugal hat Ronaldo, das stimmt. Ronaldo wird alles geben, in seiner letzten WM einen Titel zu gewinnen. Und deswegen gewinnt Portugal 3:0. Okay, was meint ihr? Hinterlasst es uns in den Kommentaren. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Brasilien gegen Serbien. Was meinst du? Ganz klare Sache. Brasilien wird gewinnen. Warum? Nicht, weil sie besser spielen. Aber Brasilien muss alle Spiele gewinnen, bis sie gegen Deutschland spielen. Warum? Damit wir Brasilien wieder 7:1 weghauen. Richtig. Also, ich sage Samba 3:0. Passt. Was sagst du? Schreib's unten in die Kommentare.